Ja, hallo The Player News. Ich bin Superfax und ich habe gerade eben dein Video zu dem Thema gesehen, dass wir einmal bitte unsere Meinung und Verbesserungsvorschläge zur Let's Player-Szene bekannt geben sollen. In einer Videoantwort. Das mache ich jetzt eben auch hier. Ich habe mir auch ein paar von den Videoantworten dazu angesehen und ich muss sagen, zum Großteil bin ich der Meinung von dem, was da gesagt wird. Und deswegen muss ich das nicht mal großartig jetzt noch hier ebenfalls erwähnen. Denn das wäre ja eigentlich langweilig, wenn ich genau das gleiche erwähnen würde. Ich habe noch ein paar Kritikpunkte, die ich nicht gesehen habe. Also ich habe nicht alle Videoantworten gesehen. Das heißt, es kann auch sein, dass ich noch was sage, was eigentlich schon gesagt wurde. Wenn ja, dann ist es halt so, kann ich jetzt nicht ändern. Und zwar, als erstes ein Kritikpunkt ist, also nochmal bevor ich das jetzt die Kritikpunkte sage, ich habe keine Lösungsvorschläge dazu. Wenn ich Lösungsvorschläge dazu hätte, also ich kann hier nicht mal eben so in 5 Minuten Lösungsvorschläge dazu machen. Und wenn ich sie hätte, dann müsste ich das Video jetzt auch nicht machen. Dann könnte ich das selbst in die Tat umsetzen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Erstmal, was mir auffällt, ist, dass sehr vielen Let's Playern, vor allem den neuen, schon seit geraumer Zeit sehr oft einfach die eigene Identität fehlt. Weil viele sehen dann die großen Let's Player, Gronkh, Alligator 1024, The German Let's Play, es gibt so viele. Also, was weiß ich. Die sehen die und denken sich dann, ach ja, cool, so möchte ich auch sein. Und versuchen sie dann eben zu imitieren. Ich meine, wenn man jemanden als Inspiration hat, ist das nicht schlecht. Ich habe selbst auch Leute als Inspiration, große Let's Player. Aber sie versuchen halt genauso zu sein und kriegen dadurch quasi diktiert, dadurch, dass sie halt nur so wenig Auswahl haben, was gut ist und was sie machen sollen. Und dann, wenn man zum Beispiel sich mal ein bisschen mehr informiert, wenn man sich denkt, so, ja, cool, Let's Plays, mag ich, würde ich auch gerne mal versuchen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Oder wie das geht, oder mit was ich aufnehme, bla bla bla. Dann suche ich einfach mal auf Google nach Let's Play. Und was kommt dann? Ja, das Let's Play Forum. Denn das Let's Play Forum ist so gut wie die einzige große, ja, ich möchte nicht sagen Community. Na gut, es ist eine Community, okay. Die einzige große Let's Play Community, die man so per Google findet, an der sich jeder beteiligen darf. Und da es die einzige ist, ist das Problem, dass dann halt da eine gewisse Stammuserschaft ist. Und dadurch kriegt man dann wieder, wenn man da Sachen fragt, also klar, von der technischen Hinsicht ist das jetzt erstmal kein Problem, denn da kann man Fakten sprechen lassen, da kann man sagen, ja, das ist gut, das ist nicht gut, damit nimmst du gut auf, bla bla bla, ne? Aber wenn es dann um die Philosophie hinter Let's Plays geht oder den Stil oder was weiß ich, dann kriegt man da oft eine Meinung diktiert. Und entweder man ist derselben Meinung, da sind alle glücklich, oder man hat eine andere Meinung, damit kommt man aber nicht weit. Und das ist halt ein bisschen doof. Dadurch fehlt halt die Individualität und die Identität von neuen Let's Playern, weil sie eben nur das haben. Das bringt mich zum nächsten Punkt, und zwar, ich finde, man kann nicht sagen, dass es eine große Let's Play Community gibt. Also einmal, natürlich, es gibt sie nicht, aber man kann auch nicht sagen, dass man das haben möchte. Ich meine, klar, es gibt eine Let's Play-Szene. Wir machen alle Let's Plays und das ist auch gut so. Wir machen alle Let's Plays und das verbindet uns. Aber man kann, wenn man das mal zum Beispiel auf etwas anderes überträgt, nimm mal die Musikindustrie zum Beispiel oder die Musikszene. Industrie ist so ein blödes Wort. Es gibt dann die Metal-Musik, es gibt Hip-Hop, es gibt Dubstep und jeder mag was anderes. Und es gibt da auch keine große Musik-Community. Es gibt die Musikszene und es gibt dann, nennen wir sie mal Interessengemeinschaften. Es gibt verschiedene Interessengemeinschaften dort. Ich finde, sowas müsste man eigentlich auch auf Let's Plays anwenden. Ich kann jetzt keine genaue Einstufung sagen, das nehme ich mir auch gar nicht raus, so von wegen der und der macht solche Let's Plays, der und der macht solche Let's Plays. Das soll meinetwegen andere machen. Aber ich finde halt, man kann nicht alle so über den gleichen Kamm scheren, dass man sagt, wir sind jetzt eine große Community, wir müssen alles zusammen machen. Klar, wenn man dann sowas hat, eben wie der RTL Gamescom-Bericht, das ist natürlich dann schön, wenn die ganze Szene zusammenhält. Aber es gibt halt auch viele Sachen, die gar nicht mal die ganze Szene interessieren.
Ja, es klingt ein bisschen wirr jetzt vielleicht, aber ich hoffe, man kann einigermaßen verstehen, was ich meine. Dementsprechend, wie ich darauf gekommen bin, stört es mich halt auch ein bisschen, dass es da nur das Let's Play Forum gibt und nichts anderes. Man hat halt eben keine Vielfalt, was den Bereich angeht. Man hat zwar noch YouTube und hat da ganz viele Gemeinschaften und auch solche Sachen wie die Let's Player Woche, ja, aber solche Sachen sind leider sehr selten. Und bei vielen Gemeinschaften kann man auch nicht einfach so rein auf YouTube, weil da sich so viele bewerben oder mitmachen wollen, das geht halt einfach nicht. Und oft hat man dann einfach nur so Gruppen von, was weiß ich, 3, 4 Leuten, die zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Aber das kann es ja auch nicht sein, ne? Und das stört mich halt, dass es da keine, nicht mehrere große Anlaufstellen gibt, wo man halt Vielfalt hat. Wenn einem das eine nicht gefällt, kann man woanders hin. Nein, es gibt nur das Let's Play Forum. Entweder man mag es und ist da oder man mag es nicht und ja, lässt halt sein. Und geht nicht dahin und versucht sich irgendwie alleine durchzuschlagen. Das ist halt ein bisschen schade. Dann, genau, fehlt mir auch die Möglichkeit, dass man mal mit größeren Let's Playern so ein bisschen in Kontakt treten kann. Ich meine, klar, man kann sie immer anschreiben, aber bei vielen Großen ist es halt auch so, man kann nicht einfach so sie fragen, wie ihre Erfahrungen sind und sonst was machen, weil die kriegen so viele Anfragen, das können die ja gar nicht alles machen. Wenn die das mal machen würden, allen antworten, dann würden die keine Let's Plays mehr machen können. Das ist ja auch verständlich, also das ist ja auch gar kein Kritikpunkt. Aber wenn man halt zum Beispiel mal mehrere Anlaufstellen hätte, die so ähnlich sind wie das Let's Play Forum. Das ist einfach mal verschiedene Foren sein, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die alle ungefähr die gleiche Größe haben. Weil es gibt bestimmt viel mehr Foren als das Let's Play Forum, das sich mit dem Thema beschäftigt. Aber das Let's Play Forum hat halt mit 650 Posts pro Tag eine gewisse Größe. Die muss man erstmal erreichen. Und das Let's Play Forum ist aber nun mal etwas verpönt unter den größeren. Dazu möchte ich jetzt auch gar nicht mehr was sagen. Also meine Meinung ist jetzt nicht wichtig, ob das Forum gut ist oder nicht. Aber man kriegt halt eigentlich keine großen an. Ab und zu postet Ali mal ein bisschen was. Hier von iBlali, Alligator 1024. Aber ansonsten, nicht wirklich. Das ist halt ein bisschen schade. So. Dann, was mich auch noch stört, man kann, das wurde auch schon in anderen Videos erwähnt, man kann als neuer Let's Player eigentlich gar nicht mehr wirklich richtig bekannt werden, wenn man irgendwie nicht von einem anderen Großen gepusht wird oder Hilfe bekommt. Und ein Problem dabei ist auch, dass es absolut verpönt ist, wenn man versucht, für seine Let's Plays Werbung zu machen und die Sachen, die angesehen sind, die in Ordnung sind, der Szene als in Ordnung angesehen werden, so wie zum Beispiel im Let's Play Forum seine Projekte zu posten, bringen rein gar nichts. Aber wenn man mal so andere fragt, von wegen, ja, guck dir doch mal meinen Kanal an, vielleicht gefällt dir der, wenn ja, ich würde mich freuen, wenn du mir vielleicht mal ein bisschen helfen würdest. Das ist so unglaublich verpönt, das finde ich einfach nur schade. Ich meine, klar, es ist scheiße, wenn man einfach unter irgendwelche wildfremden Videos schreibt, so hier, hey, ja, ich habe dich gerade gefunden, mach mal Werbung für mich, Alter, sonst werde ich hier dein Hater. Das ist natürlich kacke. Aber man kann halt, man hat einfach keine Möglichkeit, an Leute ranzukommen, die sich mal seine Videos ansehen. Was ein bisschen schade ist. Ich sehe da allerdings auch leider keinen Lösungsweg, wie man das irgendwie besser machen könnte. Ja, ich glaube, das war's soweit, was mir jetzt im Kopf ist. Es ist halt alles ein bisschen wild durcheinander. Ich habe das ohne Skript gemacht oder so. Ich habe es halt jetzt einfach aus dem Kopf, wie es mir reingekommen ist, mal so ein bisschen gesagt. Und ja, ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr ein. Nur noch ein Tipp für dich, The Player News. Du hast ja ein neues Mikrofon oder einer von euch. Ich glaube, ihr seid 3 Leute. Ich habe eure Videos ehrlich gesagt nicht wirklich verfolgt. Ich bin nur durch ein Thema im Let's Play Forum darauf gestoßen. Jedenfalls hast du ja ein paar Probleme mit dem Hall in deinem Video. Und als kleiner Tipp dafür, es gibt Schallschluckposter. Das sind so groß... Ach, Poster. Ich meine hier Schallschluckplatten. Das sind einfach Schaumstoffplatten, wo du verschiedene Motive drauf machen kannst. Die sehen aus wie Bilder eigentlich fast. Und die schlucken halt den Schall und werfen ihn nicht so zurück, wie zum Beispiel glatte Wände in großen Räumen.
dadurch kannst du den Hall mindern, wenn sowas wie Outer City oder so nicht funktioniert, um das zu verbessern. Vielleicht kannst du damit dich da mal informieren und einfach mal gucken, ob das was für dich ist. So, ansonsten, ich denke, ich habe lang genug geredet und schlecht gespielt hier in Ninja Cop. Falls es wen interessiert, das Spiel heißt Ninja Cop oder Ninja 5-0 in Europa heißt es, glaube ich. Ninja Cop dann in Amerika. Auf jeden Fall war es das jetzt und ja, bis irgendwann vielleicht mal. Ciao.